Hi und herzlich willkommen zum ersten Video auf meinem neuen Kanal. Worum geht es und was will ich euch zeigen? Ich möchte euch zeigen, was euch erwartet, wenn ihr ein Stadion der ersten, zweiten oder dritten Fußball-Bundesliga besucht. Wie ihr dorthin kommt, wie die Parkplatzsituation ist, wie es dort drinnen ausschaut, innen und außen. Insgesamt möchte ich euch also eine kleine Hilfestellung geben für euren nächsten Stadionbesuch. Los geht es mit dem Stadion der Frankfurter Eintracht, dem Deutsche Bank Park. Nach dem Intro. Das ehemalige Waldstadion aufgrund eines Namenssponsorings trägt es seit 1. Juli 2020 offiziell den Namen Deutsche Bank Park, davor war es von 2005 bis 2020 die Commerzbank Arena, ist ein reines Fußballstadion in Frankfurt am Main. Es befindet sich im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen Süd im Stadtwald. Das 1925 eröffnete Stadion wurde seitdem mehrfach modernisiert und umgebaut. Die letzte Modernisierung fand anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft von 2006 statt. Dabei wurde von 2002 bis 2005 das alte Stadion komplett abgerissen und an gleicher Stelle ein reines Fußballstadion erbaut ohne Leichtathletikbahn. Mit einem Fassungsvermögen von 51.500 Zuschauern, davon 9.300 Stehplätze, gehört es zu den 10 größten Stadien in Deutschland. Hauptnutzer des Stadions ist die Frankfurter Eintracht. Der Deutsche Bank Park ist sehr gut an das öffentliche Nahverkehrsnetz angebunden und mit Bus, Straßenbahn und S-Bahn bestens erreichbar. Vom Frankfurter Hauptbahnhof Tief ist eine Anreise mit den S-Bahn-Linien 7, 8 und 9 möglich. Zu nutzen sind die Züge in Richtung Frankfurt Flughafen Airport oder Wiesbaden Hauptfriedhof. Der Ausstieg erfolgt an der Station Stadion. Die Fahrzeit beträgt ca. 6 Minuten. In 10 bis 15 Gehminuten erreicht man das Stadion. Soweit ich weiß, werden bei Veranstaltungen keine Sonderzüge eingesetzt, sodass die Züge im normalen Takt fahren. Insbesondere bei der Abreise führt dies zu Verzögerungen, vollen Zügen und einiger Wartezeit. Zusätzlich zu den regulären Zügen der Straßenbahnlinie 21 fahren an Spieltagen vom Frankfurter Hauptbahnhof aus Sonderzüge der Linie 21 im 3-Minuten-Takt zur Station Stadion. Die Straßenbahn ist für Zuschauer mit Karten für die Haupt- und Osttribüne günstiger. Der Laufweg von der Station bis zum Stadion beträgt zwischen 10 und 15 Minuten. Die Buslinie 61 und die Sonderlinie 80 verkehren zwischen Frankfurt Flughafen und Frankfurt Südbahnhof. Haltestellen am Stadion sind Stadion Bad und Osttribüne. Der Fußweg zum Stadion beträgt 10 bis 15 Minuten. Bei der Anreise mit dem Auto ist der A3 bzw. A5 Richtung Frankfurt zu folgen und anschließend den Hinweisschildern mit dem Fußball. Von der Innenstadt aus erfolgt die Anreise über die Mainbrücken und der Kennedy-Allee bis zum Oberforsthaus. Von da aus gibt es einen Verteiler zu den Parkplätzen. Auch mit dem Fahrrad kann das Gelände bequem über verschiedene Radwege des Rhein-Main-Gebietes angefahren werden. An Heimspieltagen von Eintracht Frankfurt gibt es sogar einen bewachten Parkplatz speziell für Fahrräder. Zu finden ist dieser vom Haupteingang an den Kassen E1. Genauere Informationen zu den vorgenannten Punkten, unter anderem zu den anfallenden Parkgebühren, können der Homepage des Deutschen Bankparks entnommen werden. Der Link ist unten in der Beschreibung. Ich hatte mich dazu entschlossen, mit dem Auto anzureisen. Von der Autobahn der A3 wird man direkt abgeleitet und durch ein kleines Waldstück zum Parkplatz Isenburger Schneise geführt. Nachdem die Parkgebühr bezahlt wurde, wird der Parkplatz einem von Ordnern zugewiesen. Vom Parkplatz aus geht es zu Fuß weiter zum Deutsche Bank Park. Der Weg ist mit Hinweisschildern sehr gut ausgewiesen und führt über einen befestigten Weg durch den Stadtwald. Wenn man aus dem Wald herauskommt, kann schon das Stadion gesehen werden. Der weitere Weg führt dann über eine Fußgängerbrücke über die Bundesstraße zu den Kassen Altes Radstadion.
Nach den üblichen Sicherheitskontrollen gelangt man dann auf das Stadiongelände. Vom Oberrang aus kann die Skyline von Frankfurt gesehen werden. Da der Deutsche Bank Park in der Nähe des Flughafens Frankfurt am Main liegt, können vom Stadion aus, wie auch auf dem Parkplatz oder auf dem Weg durch den Stadtwald, Flugzeuge beim Starten oder Landen beobachtet werden. Über Treppen gelangt man dann in den Oberrang zu seinen Sitzplätzen. Von allen Sitzplätzen hat man einen sehr guten Blick aufs Spielfeld. Und eins hatte ich noch vergessen. Das typische Stadionmenü, bestehend aus einem Bier und einer Bratwurst, kostet 8 Euro und schmeckte sehr gut. Zu guter Letzt habe ich mir überlegt, jeden meiner Stadionbesuche anhand 5 fester Kriterien zu bewerten, um herauszufinden, welches das schönste und beste Stadion der ersten, zweiten und dritten Fußball-Bundesliga aus meiner Sicht ist. Diese Kriterien sind Verkehrsanbindung, Stimmung, Stadionmenü, Sicht und das Stadion selbst. Bei jedem dieser Kriterien werde ich auf einer Skala von 1 bis 10 Punkte vergeben. Das Stadion mit den meisten Punkten zum Schluss gewinnt. Ich möchte dabei auch noch erwähnen, dass diese Bewertung nur meine persönliche Meinung widerspiegelt und andere durchaus eine andere Sicht haben können und selbstverständlich auch haben dürfen. Fangen wir jetzt aber an. Verkehrsanbindung. Bus, S-Bahn, Straßenbahn, Fahrrad und Auto, alles ist möglich, um das Stadion zu erreichen. Daher 10 von 10 Punkte. Stimmung. Die Stimmung im Stadion war gut. 8 von 10 Punkte. Stadionmenü. 8 Euro für eine Bratwurst und ein Bier finde ich schon recht teuer, daher nur 8 von 10 Punkten. Sicht. Ich hatte einen Platz im Oberrang und habe trotzdem gut gesehen. Allgemein ist man sehr nah am Geschehen und hat von allen Plätzen eine gute Sicht. 8 von 10 Punkten. Das Stadion selbst. Hier gibt es nichts zu meckern. Alles, was benötigt wird, ist ausreichend vorhanden. 10 von 10 Punkte. Insgesamt 44 von 50 möglichen. Das war also mein erstes Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr Kritik und Anregungen habt, schreibt mir es unten in die Kommentare rein. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Wohin die Reise geht, wer aufgepasst hat, weiß es jetzt. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.